erfreut und ohne Dank zu sagen und ginge dennoch als deine Schuld an Gott. Drum sollte ein Dank, den ich jetzt spreche, für 100 ungesprochen stehen. Dann sprich ihn erst, wenn du sie Ziegen vergisst. Und das ist morgen. Sie Sorge treibt mich, was geschehen sein mag, seit ich auf Reisen bin. Und außerdem, ich falle dir zur Last. Ach was, ich bin zäh. Ich kann nicht länger bleiben. Noch eine Woche, komm, einen Tag länger. Dass du die Hälfte nach, wenn ich 3 Tage. Bitte bedräng mich nicht. Geschäfte zwingen mich zur Heimkehr. Liebste Hermione, du bleibst stumm. Sprich du mit ihm, meine Königin. Leontes, du bestimmst ihn viel zu schwach. Sag ihm, wünsch er alles gut. Erst gestern hat dein Bote es dir gemeldet, habe ich von Lachen die Argumente. Gut, Herr Bote. Sehnsucht ist ein Tod. Lass ihn sich gelten. Was soll er sagen und mag er gehen? Gib uns noch eine Woche. Wenn Leontes sich in Böhmenwald besucht, erlaube ich ihm, 4 Wochen länger dort zu bleiben, als es ausgemacht war. Und doch, liebe ich meinen Leontes, keine Herrschaft weniger. Du bleibst. Nein, mein Junge. Oh, doch, du bleibst. Ich kann nicht, wirklich. Wirklich? Ja, wirklich, du wirst nicht gehen. Willst du wirklich gehen? Dann muss ich dich als Häftling hier behalten. Nein. Und nicht als Gast. Du zahlst ein Lösegeld und sparst den Dank. Entscheide, mein Gast oder mein Häftling. Eines musst du sein. Dann, Königin, dein Gast. Gefangener zu sein, setzt ein Vergehen voraus. Das zu begehen mir schwerer fiel als die Strafe hier. Dann deine liebe Wirtin und nicht dein Werter. Komm, erzähl mir von eurer Kinderzeit, von euren Streichen. Liebe Hermione, wir waren wie 2 Buben, die nicht weiter dachten als morgen, ist ein anderes Wort für heute, und dass wir ewig gut bleiben würden. Wer war der Schlimmere? Doch sicher er. Wir waren. Zum Spaß sich stoßen. Unschuldig waren wir. Fremd war uns alle Bosheit. Fremd war uns die Ahnung, dass Bosheit diese Welt regieren könnte. Ja, hätten wir so weit fortgelegt, der unsere Kindlichkeit nicht übermannt worden oder nicht zu gewinnen. Daraus spielt doch ein Fehltritt seit dieser Zeit. In jenen unfriedlichen Tagen war mein Leib noch Kind und meines Goldes Blicken war dein Reiz noch nicht gegeben. Wir bemühen uns, zieh keinen Schluss daraus. Und es liegt auf meine Bitte. Hermione, Liebste, du hast noch nie so gut gesprochen. Nie? Wie außer einmal. Zweimal gut gesprochen? Wann war es das erste Mal? Warum lieben Lob? Lob ist der schönste Lob. Will ein Duft? Treibt uns mal vorwärts. Mit dem Sport nicht einen Schritt voran. Doch zur Sache, mein zweites Gutes. Was war das erste, dann das ältere, wenn ich dich recht verstanden? Sag ich doch bitte wann? Als du nach 3 langen Monaten voll Ungewissheit mir deine schöne Hand gegeben hast, als deine Liebste, und die Worte sprachst, ich bin für immer dein. Ja, das war gut. So sprach ich also 2 Mal gut. Gewann ich damals eine treue Hand? Gewinn ich heute einen flüchtigen Freund? Aus Herzlichkeit und Güte. Oh.
mir seine Hand. Dies wohl studierte Lächeln, wie vor dem Spiegel. Dies tiefe Seufzen. Dies ganze Spiel missfällt mir. Bist du mein Kind? Ja, Vater. Ja? Wirklich? Ja, du bist mein Sohn. Zeig mir deine Stirn. Man sagt, sie sei von mir. Und doch, ich habe da was auf der Stirn. Bist du mein Sohn? Wenn ich dir gefällt. Dir sprichst da oben nichts, dann wirst du es wohl nicht sein. Doch, mein Sohn, man sagt, wir gleichen uns wie zwei Eier. Weiber sagen das. Die sagen viel und lehren sie auch falsch. Es bleibt doch wahr, dass dieses Kind mir ähnelt. Arminius, schau mich an mit deinen sterbenden Augen. Mein Fleisch und Blut. Kann deine Mutter, kann sie? Ja. Geilheit kennt keine Grenzen. Macht Dinge möglich, die unmöglich schienen. Wie kann sie nur? Und warum sollte sie es nicht auch im körperlichen Teil? Ja, du tust es. Und du tust es nur so gern. Ich spüre es. Bis zur Vergiftung meines Hirns. Bis zur Versteinerung meines Herzens. Was hatten wir uns? Mein Freund, was ist mit dir? Was hast du gesagt? Ist dir die Stirn von unseren Gedanken schwer? Sag gegen dir etwas. Nein, mein lieber Schatz. Manilius, sag, was tust du, wenn man dich schlägt? Die meisten, denke ich, wissen ja irgendwann noch länger.
das? Ja, aus deinem Grund! Um deinen Grund schon den der guten Königin zu befriedigen. Zu befriedigen! Den Wunsch der guten Königin zu befriedigen! Das reicht! Das reicht, Mario! Ich hab dir stets vertraut! Du warst mir sowas wie ein Freund! Hast mir das Herz entlastet, dass ich euch, ja gemessen, von dir ging! Getäuscht in dir, Camilo! Gott verhüte, dass ich dir vertraue, ja! Du bist nicht redlich, und wenn du es bist, zu feig dazu zu stehen. Du hackst der eigenen Redlichkeit ins Bein, damit sie nicht vorankommt, oder bist zu nachlässig und den Stuhl nicht wert, auf dem du sitzen darfst. Du bist ein Narr, Camilo. Mein König! Ich mag ja feig und nachlässig und ein Narr sein. Und diesen Fehler ist wohl kein Mensch frei. Wenn ich in deinen Diensten, mein König, ja, wenn je mit Absicht nachlässig war, so war es Narrheit. Wenn ich wüsstentlich den Narr spielte, so war es Nachlässigkeit, die nicht die Folgen absah. War ich furchtsam im Handeln, der Ausgang ungewiss und der Erfolg. Die Pflichtvergessenheit nachträglich freigeschaltet. Dazu. So war das Volk, die aus Erfahrung kommen. Was, mein Herr, zu Schwächen zu allgemeiner Selbst, der Treue ist nicht frei davon. Und nun, gnädiger Herr, spricht deutlich, dann zeig mir meine Schuld. Ja, hast du nichts gesehen? Hast du nicht gehört? Oder hast du nicht gedacht, dass meine Frau mich hintergeht? Gib's zu! Wenn du mir jetzt nicht widersprechen kannst, es sei denn, du verleugnest Auge, Ohr und Hirn. Dann geh hin und nimm sie in die Hure. Sie hat's verdient wie die Nutte, die mit allen Perlen ins Bett steigt. Gib's zu und richte sie! Dabei zu stehen, stumm anzuhören, wie man meine Königin beleidigt. Nein, das wäre ja ärmlich. Die Zunge weigert sich, das nachzusprechen, und wenn es die Wahrheit wäre, ja? Ist flüstern nichts! Ich stehe die Haut an Haut, dies Schnüffeln mit feuchten Lippen küssen. Ist das alles nichts? Dann wäre die Welt nichts. Nichts, was Binde ist. Der Himmel nichts. Nichts dieser Böhme. Nichts, meine Frau. Nichts. Nichts wäre nichts, wenn nichts denn alles ist. Herr, lass dich halten von diesem Mann verstellen. Er ist gefährlich. Gefährlich oder nicht? Es ist die Wahrheit. Nein, nein, Herr, nein! Ja, ja, Herr, ja! Ich hasse dich, du Tropf, du Idiot! Du Schleppträger, der ich in den Hintern kriecht. Zugleich bin ich nicht den Kopf liegt. Überlegte die nächste Stunde nicht. Wer gab denn mit? Ja, dir! Gib sie mir ein Medaillon am Halse! Dieser Böhme! Hätte ich doch Diener, die mit treuen Augen auf meine Ehre sehen. Du, sein Wunsch. Hürzen, der meinen Feind zum ewigen Schlaf verhilft und mir zur Heilung. Sicher kann ich das, Herr. Und nicht durch ein geschwindes Mittel ein noch ein Gift verschleifen wird, nicht heftig, doch aber tödlich. Nur kann ich nicht glauben, was ich von meiner guten Königin höre, den Inbegriff der Ehrenhaftigkeit. Wenn du daran zweifelst, geh verreck! Glaubst du, ich wäre so gern verstanden, so haltlos? Dass ich mir selber falsch ins eigene Fisch gemachte Bett zu schassen? Die Reinheit meiner Rede ist mir heilig. Befleckt ist sie mit Nesseln, Dornen, Wespen. Die wahre Herkunft
des Sohnes, den ich wie mich selber liebe. Ohne triftigen Grund würde ich das tun. Wenn jemand derart, denn so muss ich dir glauben, Herr. Ich tu's und schaff den Böhmer auf die Seite. Nun ist es zu versprechen, unsere Herren in allen Erden wieder einzusetzen, schon meinem Sohn zuliebe. Was du mir rätst, habe ich mir selbst schon vorgenommen. Auf ihrer Ehre keinen Flecken. Keinen. Danke, Herr. Geh uns jetzt ein Lächeln auf, als gäbst du ein Fest für Freunde. Für Polyxenes und deine Frau. Ich will sein Unschenk sein. Wenn ihn der Grund bekommt, den ich serviere, will ich dich länger bedienen. Das war alles. Tu's und nimm die Hälfte meines Herzens. Tu's nicht, du spaltest deins. Ich tu's. Und ich will freundlich sein, wie du mir geraten hast. Die unglückselige Königin! Und mit mir, wie steht es mit mir? Ich soll zum Mörder werden am Polyxenes. Der Grund gehorsam. Gehorsam gegenüber einem, der sich selbst geworden ist und wünscht, dass alle seinem Beispiel folgen? Tu ich die Tat der folgenden Förderung. Aber soll ich das tun, was selbst der Ärgste scheut? Tun, nicht tun. Beides bringt mir den Hals. Ich muss den Hof verlassen. Camillo, guten Tag. Herr Gegner, Diener, Herr. Was gibt es Neues? Nichts Besonderes. Ja, das klingt so ernst, als hätte er Land verloren. Ein Gebiet, das er erlebte als sich selbst. Ich traf ihn soeben und grüßte wie gewöhnlich. Doch er wirft den Kopf zur Seite, beißt sich auf die Lippe, blickt verächtlich und hetzt vorüber. Was hat ihn nur so verändert? Ich mag es nicht zu wissen, Herr. Wie? Du magst es nicht? Also weißt du es und darfst es mir nicht sagen? Ist es das? Du blickst verstört. Und dieses Verstörtsein ist mir wie ein Spiegel. Ich wüsste keinen Grund. Herr, die Herrschaft Himmeldorf, kann ich es nicht benennen, denn es kommt von einem, der selbst gesund ist. Dir. Was sagst du da? Von mir? Bin ich etwa... Wie ein Basilisk, der mit Blicken töten kann? Nein, nein, auf ihn mein Auge fiel. Der lebte auf, der starb nicht. Mein Freund, ich bitte dich, sofern du etwas weißt, was ich auch wissen sollte, so spiele nicht Orakel, sondern sage, was du weißt. Es wurde mir verboten. Ich bringe Krankheit und bin selbst gesund? Nein, das nehme ich so nicht hin. Erklär es mir. Was hat es auf sich mit dieser Krankheit? Was wirst dich hier geheimnisheimlich an? Was ist hier eigentlich los? Ich will es dir sagen, Herr. Ja. Folge meinem Rat, ich stelle dir Liebe, sonst ist das Spiel verloren für uns zwei. Und dann, gute Nacht. Spiel. Weiter, Camillo. Er drängt mir nicht dazu, dich zu ermorden. Wer? Mein König. Was? Leontes! Er glaubt, er ist ganz überzeugt, er schwört so sicher, als hätte er es mit eigenen Augen gesehen, unsere Herrin. Denn nun? Sie hat denn mit dir betrogen, Herr.
Mit mir betrogen? Dann dürfte man mich hassen. Dann soll mein Name ärger stinken als die Pest. Mein Blut zu fauler Jauche werden. Überall, wo ich gehe und stehe, gemieden wie das widerlichste Vieh. Ich könnte es unter Flut verbieten, mit dem Mond zu gehen, als seine Wahl auf einen Leib erschüttert. Und der steht auf festen Gründen. Und diese Wahl wird dauern, solange sein Leib besteht. Nenn mir den Anlass. Der Anlass. Den kenne ich nicht. Ich weiß nur, es ist besser, die Wahl zu ziehen, als zu fragen, was ich hier. Ja. Drum, gnädiger Herr, wenn du meiner Redlichkeit vertraust, dann bringe ich diese Nacht noch einen Lauf. Ja, ich informiere deine Dienerschaft. Und schaffe es im Trost von zwei und drei heiligen Seiten dort aus der Stadt. Herr, deine Hände werden dein Glück zerstört zu meinem Bruder. Drum nicht gezögert, Herr, deinen Eltern schwöre, ich sage die Wahrheit. Willst du meine Worte prüfen, ich erwarte mich länger. Du bist doch sicher, dir in diesem Land wie einer, der zum Tode verurteilt worden ist. Ja. Camillo. Ich glaube dir. Ich habe sein Herz gesehen in seinen Augen. Sei du mein Lotse und dein Platz wird stets an meiner Seite sein. Meine Schiffe sind bereit und meine Leute rechnen jederzeit mit meiner Abreise. Camillo, ich will dein Leben ehren, wenn du mich hier lebend fortbringst. Mein Sohn, mein Amt erlaubt mir zugefahrter Schlüssel zur Seite gebracht. Die Posten ehren diese Zeit nicht mehr. Ja, nutzen wir die Stunde. Kommt, Herr! Irrtum! Wenn ich irre!
auf dem Fundament, auf das ich baue. Dann gibt die Erde nicht mehr Halt genug für einen Kreis. Folgt mir jetzt, Kerker. Wer für sich spricht, der macht sich selber schuldig. Nur weil er spricht. Es herrscht ein böser Stern. Ich muss geduldig sein. Ja, bin ich gehört? Und wer begleitet mich? Ich bitte, lass mir ihn liegen. Du siehst doch selbst meinen Zustand fordert. Weinen. Noch ist kein Grund. Klar, was du tust, Herr, das rechtliche Gewalt umschlägt. Dein Große wird leiden, du, deine Königin, dein Sohn. Die Königin ist schuldlos. Beweist man das Gegenteil, dann lag ich meine Frau mir auf den Rücken. Bewach sie, trau ihr nicht. Denn ist die Königin falsch, dann ist es jede. Schweig!
ein Mädchen, ein schönes Kind, so voller Leben, fröhlich, laut. Es gibt der Mutter so viel Trost. Du armes Gefangenes, sagt sie, ich bin unschuldig, genau wie du. Ich schwöre, verdammt sei des Königs heillos blinder Wahnsinn. Er muss es hören, er muss. Lass mich so machen wie eine Frau. Ich will sie nicht hier. Erkläre der Königin meinen treuen Dienst. Wenn sie es wagt, beginnt mir anzuvertrauen, will ich es dem König zeigen. Wenn er sein Kind sieht, muss er das doch zu sich bringen. Ein unschuldiges Kind, das schweigt, überzeugt oft mehr als der beste Ring. Deine Geradheit, dein flinker Witz sind so bekannt beim Hof, dass dein kluger Plan Erfolg haben muss. Zu so einem schweren Gang ist keine andere so geeignet wie du. Ich sag dir, Helden, gleich, was du mir da vorgenommen hast. Es ging mir schon so etwas durch den Kopf. Doch wusste sie nicht, wen sie fragen sollte. Sie befürchtete ein Nein. Sag ihr, ich werde die Zunge schon gebrauchen. Im Herzen halt, die er vom Herzen kommt. Damit musste ich doch was machen lassen. Geh's der Himmel. Ich geh zur Königin.
Ihr den Bastard! Du kahlgeduchter Hahn! Der dich von einer Henne vom Mist jagen lässt! Nimm den Bastard und gib ihn deiner Schettel! Dieses geht doch gleich noch zahnlos. Soll dir deine Hand abbeißen, wenn du es berührst? Er führt mit seine Frau. Ach, hättest du es doch auch! Dann wüsstest du, dass deine Kinder dein sind. Ihr Verräter! Das bin ich nicht! Ja, nicht! Abend tot
Kind erspart ihm unnötiges Leid. Fremde Brut will ich nicht großziehen. Mein König! Der Bote! Der Bote ist zurück! Zurück vom Orakel von Delphi! Gut! 23 Tage. Sehr gut. Sehr schnell. Das heißt, Apoll will, dass die Wahrheit schleunigst an den Tag. Komm her! Na komm! Du rufst mir jetzt das Gericht zusammen. Wir wollen die Ehebrecherin verhören. Sie wurde öffentlich angeklagt. Nun soll sie auch öffentlich verurteilt werden. Ab mit ihr! Wunsch des Königs hat die Angeklagte persönlich vor Gericht zu erscheinen. Verlest die Anklage. Hermione, Gemahlin des großen Leontes, Königs von Sizilien, du bist hier angeklagt und vor Gericht gestellt wegen Hochverrats. Ehebruchs begangen mit Polixenes, dem König von Böhmen, und Konspiration mit Camillo gegen das Leben unseres gnädigen Herrn, des Königs, deines Gemahls. Da besagte Konspiration zum Teil durch Zufall offenbart wurde, hast du, Hermione, dich mit den beiden Staatsfeinden beraten und verhalfest ihnen zur nächtlichen Flucht. Ich weiß nicht wie. Mein zweites Glück
bevor ich zu Kräften kam. Sag mir, Leontes, was kann das Leben hier noch an mir bieten, dass ich den Tod fürchte? Gut. Mach weiter, doch höre noch eins. Und ich sage es klar. Hier herrscht Gewalt und kein Recht. Deine Tyrannei, den Pakt mit deiner Eifersucht, was sie erreichte.
immer wilder, ewig und stark. Könnte da nicht dazu reden, dort zuschauen. Du wärst! Ihr schimpft für mich. Ihr schreit mich. Lieg hier. Entfalte dich, du zarte Blüte. Ich nenne dich Perdita. Dein Name steht auf diesem Zettel. Und das hier wird dich versorgen, falls dich Leute finden. Ich wünsche dir Glück.
müssten Sie hier sein. Da! Ein Kind? Oh, oder Mädchen? Bloß wissen. Kann ich lesen? Aber so viel sehe ich, der das geschrieben hat, der hat Lesen und Schreiben gelernt. Die zwei, die dich gemacht haben, den war wärmer als uns beiden heute. Was, du Sündenfall aus? Doch, ach, du erbarmst dich natürlich auch. Vater! Ja, mein Sohn. Vater! Hey, willst du was sehen, wo man noch reden wird, wenn wir schon tot und verfrost sind? Ist das so? Ich habe was gesehen. Zwei Katastrophen. Eine auf dem Wasser und eine auf dem Land. Selber, wollte ich jetzt das gesehen, wie es kochte und wie es reiferte und am Ufer hochgeschnitten. Aber das war nicht das Beste. Und wie sie geschrien haben, die armen Teufel, und wie ich sie gesehen habe und bald nicht. Und wie das Schiff schließlich in die Brote und im Schaum runterging. Aber das Beste, das war das im Land. Und der bärte Mann, den Arab haute, und dieser mit allem, was ihm übrig blieb, winkte und schrie, sein Name der Antigonus und der wäre Sizilianer. Und dann in das Schiff, wie die See es einstürmte und wie die armen Teufel brüllten und wie die See sie verlachte und wie der Sizilianer brüllte und wie der Bär lachte und wie die beiden lauter lachten als das Meer und der Sturm. Und des Willen, guck mal, war der Lachs. Und dann gerade eben, die Männer sind noch nicht kalt unter Wasser und der Bär hat ja kaum noch an der ersten Hälfte. Wollte ich wäre dabei gewesen, um dem Mann zu helfen. Und wollte ich wäre im Schiff gewesen, um denen zu helfen. Was für ein Unglück, was für ein Leid! Aber, nun schau mal hier, du findest tot, ich finde Leben. Schau dir diesen Stoff an. Ein reiches, ein adliges Kind. Mir haben sie mal prophezeit, ich werde dein Knopf fehlen. Das ist so ein Wechselfall. Was da? Was ist da drin? Mach es auf. Du bist ein gemachter Mann, Vater. Gold! Lauter Gold! Das ist viel Gold! Ich hab's gewusst! Mädchen in der kalten Stadt, so strahlt vor mir der Glanz der Gegenwart.
Gebt ihm mein Werk, wenn ihr erlaubt, und wandle so die Szene, dass ihr glaubt, ihr hättet ihn geträumt. Leontes Last, der wegen seines Wahns sich selber hasst und vor der Welt vermittelt. Denkt euch jetzt in Böhmens Flur auf einen Land versetzt. König Polyxenes, ihr seht euch schnell, hat einen Sohn, der nennt sich Globus. Die kleine Pferdchen, nur groß und schön, sie liebt ihn und er liebt sie, ihr werdet es sehen. Doch weiter nicht verrate ich ihr Geschick. Ich sehe es bald, vielleicht im Augenblick. Die Zeit, wer weiß, was kommt. Ein Schäferkind, Herzkummer, sprach, aus diesen Fäden springt die Zeit ihr Mädchen. Seht nun, wie es endet. Schon habe ich die Sanduhr stillgewendet. Wir haben schon lange auf harten Sitzen aus. Tu's noch ein Stückchen. Herr, ich habe Sizilien seit 16 Jahren nicht gesehen. So schön es in deinen Bürgern ist, aber ich möchte meine letzten Ruhe öffnen, wo ich geboren bin. Außerdem könnte König Leontes in seinem Kummer ein Trost sein. Zumindest bin ich mir das ein. Wenn du mein Freund bist, Carlo, dann löscht nicht all deine guten Dienste darauf, dass du mich jetzt verlässt. Deine Tugenden sind schuld daran, dass du mir so nötig geworden bist. Aber Herr, Sizilien, bitte. Bitte, sprich mir nicht mehr von diesem unfähigen Sizilien. Allein der Name Quentin wird er seines Königs noch gewähren. Sag mir lieber, ob du meinen Sohn Floris gesehen hast, bevor er sich herumtreibt. Einen Piratinnen Sohn zu haben, ist du genauso schlimm, einen Blutpiratinnen zu verlieren. Ich habe ihn zuletzt vor, ja, 3 Tagen gesehen. Wo er seine Zeit verbringt und mit wem, ich weiß es nicht. Aber es bedrückt mich zu bemerken, dass es seit einiger Zeit in sich meidet und seine brünstige Pflichte vernachlässigt. Deswegen bin ich besorgt, Camillo. Ich habe ihn beobachten lassen. Ja, man berichtet mir von seinen Besuchen in der Hütte eines alten Scherers. Eines Mannes, der auf wundersame Weise zu weit gekommen sein soll. Von dem weiß ich nur, dass er eine außerordentlich hübsche Tochter besitzt. Alle Welt wundert sich, wie soll eine Blume auf einem Misthaufen gedeihen kann. Ich fürchte, dieses Mädchen ist der Köder, der meinen Sohn anlockt. Ja. Komm mit, begleite mich dorthin. Wir wollen uns mit unseren eigenen Augen überzeugen. Komm mit und denk dich gleich an zu dir. Wenn es dein Wunsch ist, Herr. Mein Lieblingsherr Camillo. Los, wir müssen uns verkleiden. Elf Hammel bringen einen Sack Wolle. Einen Sack Wolle bringen, ein paar Pfund und ein paar Zerquetschte. 1500 geschoren. Was bringt er die Wolle? Bitte schnell, bleib der Kopf nicht ausrechnen. Mal sehen, was ich einkaufen muss. 5 Pfund Korinthen, 3 Pfund Zucker, Reis, Muskatnüsse, 3, Datteln 7 und 4 Pfund Daumen. Ah, und ebenso viele Rosinen. Ah! Scheint, dass er die Erde hier vom Raum schon gefressen. Hilfe! Zu Hilfe! Runter mit den Päckchen!
leicht. Voll, das nennt ihr ein Akt der Nächstenliebe. Brauchst du denn Geld? Ich hab die Bücher. Nein, greif nicht nach deinem Beutel her, bitte. Wir wollen doch Freunde bleiben. Dein Beutel bleibt, wo er ist. Kennst du denn den Kerl, der dich so zugerichtet hat? Ja, vom Loch bin ich. Vor dem ist kein Loch. Den kenne ich. Der zieht dir den Beutel aus der Tasche, ohne dass du es merkst. Ja, das ist der. Wir leben in schlimmen Zeiten. Aber ich muss mich jetzt auch wieder von ihm verabschieden, Herr. Soll ich dich begleiten? Nein, zu viel der Ehre, Herr Graf. Nein, Herr Graf. Gut, ich muss sowieso noch einkaufen gehen für das Schafschuhfessen. Dieses Schafschuhfessen habe ich mir nicht entgehen lassen. Schafe wollen geschoren sein. Sie neigen sonst. Gute dicken Wolle. Als wärst du wie Rogers. Du bist die Königin von mir.
Während aus deiner Gärte die Fliese das Grasen und beide sind nicht nur an dir. Ja, das ist so mager, dass der Wind dich durch die Rippe fällt. Ich hab dir doch erzählt,
dass ich letzte Woche ausgeraubt worden bin, hier die ganze. Es gibt schlimme Menschen. Man kann da nicht genug aufpassen. Du musst dir keine Sorgen machen, Mann. Ich raub dir keine aus. Oh, ich hab da allerhand Wertsachen. Was ist das da? Balladen? Besonders war, wie die Frau von einem Wucherer mit 20 Geldsäcken niederkam und wie sie vorher einen Heißhunger auf gegrillte Kröten und gebratene Nackenköpfe hatte. Ist das wirklich wahr? Hier steht's und ist erst einen Monat her. Gott bewahre, dass ich einen Wucherer verheirate. Da steht der Name der Ehefrau und von noch 5 oder 6 anderen wahrheitsliebenden Damen. Warum soll die Knügel verkaufen? Und wenn wir die Kaufen belegen? Komm, leg die Geschichte auf die Seite. Wir wollen noch eine hören. Die Bänder kaufen wir später. Hier, was erbaulich ist. Die Geschichte von einem Fisch, den sie an der Küste gesichtet haben. Am 42. April. Hat der April so viele Tage? Es war in einem Schaltjahr. Der Fisch auf jeden Fall hat ein Lied gesungen. Von den Weibern, dass sie nicht so kalt sein. Aber es heißt, er war selbst eine Frau und wurde nun ein Fisch verwandelt, weil sie mit ihrem Geliebten nicht Fleisch hatte. Eine sehr moralische Geschichte. Und genauso war. Wer es glaubt? 5 Richter haben es unterschrieben. Komm, leg sie auf die Seite. Noch eine. Ich hätte einen. Lustig, aber sehr. Was Lustiges müssen wir auch haben. Wie in die Galerie. Genau wie es schlief der Graf bei seiner Macht. Den Grafen, der bei der Macht lebt ja nicht. Wir sagen ganz lieb. Und wenn du mitmachst, sing was im Quartett. Gut, ich sing mit. Einen Augenblick.
du noch? Ja. Warum? Weiß der Gott all den? Nein, und er soll es auch nicht. Nun, ich denke, der Vater darf nicht leben bei der Hochzeit seines Sohnes. Sag ich mein Vater altersblöd? Oder hat er den Verstand verloren? Ist er taub? Ist er stumm? Ist er gar nicht lündig? Nein, dein Vater ist gesund. Er ist erstaunlich frisch für seine Jahre. Nun, wenn dem so ist, dann tust du deinem Vater Unrecht und handelst nicht wie ein Sohn. Nun, das gebe ich ja alles zu. Doch gibt es ein paar Gründe, die nicht zu und wer will ich denn? Nein. Bitte tu's. Ich will aber nicht. Sag's ihm. Du hast bestimmt nicht schlecht gewählt. Warum soll er es nicht wissen? Weil ich es nicht will. Jetzt überlogen. Zur Trennung? Narr! Ich sage nicht mein Sohn. Du bist zu dumm, mein Sohn zu sein. Du tauschst deinen Zepter gegen einen Schäferstab. Und du, du heißer Verräter. Ich bin Wasser in dein grauer Bart und Galgen. Es lohnt die Mühe nicht. Und du, du Prachtstück der Hexenzucht. Du willst ja einen Blitz an. Hör mal! Mit Dornen lass ich dir deine Fratze kratzen. Das ist außer meiner Schönheit! Und dir, dir lass ich eins gesagt. Hör ich auch nur einen Zopf von dir. Weil du, und das verspricht dir, ich Pünktchen nie wieder sehen wirst. So entnerve ich dich. Und reiß dir deine schmutzgespritzte Seite. Aus unserem Stab und raus, das ist mit dir. Ab zu hoch. Dir, Abschaum, schenke ich trotz meines Zorns für diesmal noch das Leben. Und nun zu dir. Wenn du jemals in dir liegen deiner Jauchegrube und ihn umgarnst mit deinen Krakenarmen, erfinde ich einen Tod für dich. Grausam, wie du zart bist! Ich sei mit meiner Liebsten zu See gegangen, weil
damit sie ihr Land nicht schützen kann. Wohin? Das hätte ich dir nicht gesagt. Lass sie ausspucken! So lügst du nicht! Florian, ich wünschte, du hörtest auf meinen Rat. Ja, ja. Entschuldige einen Augenblick. Ihr ist der Flucht entschlossen. Könnt ihr euch doch die Gefahr abwenden und ihm ein Schutzschild zeigen? Sizilien wiedersehen und meinem König in die Arme schließen. Ich wünschte es so sehr. Floris, wenn du denn glaubst, dass ich den König liebe und ihm nahe stehen, vor allem dich, so sehr wie ihn, dann lass dich von mir führen. Ich will dich dahin weisen, wo du wohl aufgenommen wirst und deine Hände da mit dir. Dann werde ich mich sehen, wie ich trennen kann. Heiraten! Und ich werde alles versuchen, was in meiner Kraft steht, deinen Vater umzustimmen. Ist das möglich? Weißt du schon, nach welchem Land du segeln willst? Nein. Wir fahren dorthin, wohin uns der Wind bläst. Floris, wenn du deine Flucht dabei behalten willst, dann rate ich, steuer Kurs Sizilien und stell dich dort Leontes vor. Ja. Man wird ein Boot empfangen. Leontes wird euch beide in die Arme schließen und willkommen heißen. Ja. Dich an deines Vaters Stelle um Verzeihung bitten. Ja. Dann braucht die Hände küssen, seinen Zorn verfluchen, ja, er wird Liebe und Freundschaft erneuern und inniger schließen als vorher. Welchen Grund soll ich nicht für uns verwissen? Ja, dass ich mein Vater sende, Römers König Polixenes den Gruß und Trost zu senden. Ja, sehr gut. Danke. Der Plan ist besser, als Rinder auf wilde Wasser zu vertrauen. Liebe bringt nur Unsorge. Camillo, einst Retter meines Vaters und nun meiner. Hilf uns retten. Soll ich etwa so vor den König von Sizilien drehen? Fluges, du weißt, mein ganzes Hab und Gut liegt dort. Ja, da. Da putze ich dich heraus, so prächtig, als spieltest du den Prinzen auf der Bühne des prächtigsten Theaters. Mein Brief trifft mit dem nächsten Schiff schon ein und baut eventuell zwei vor. Und der Ring, den ihr unterschreiben wird, den beruhigt deinen Vater. Ja. Wunderbar, die schickt er hin. Und den dort auch. Wir wollen ihn für unsere Zwecke nutzen. Hey, du, komm her! Komm! Warum zitterst du so? Herr, du siehst vor dir eine arme Haut. Niemand will sie dir über die Ohren ziehen. Aber was die Haut über deine Haut angeht, da schlage ich dir einen Tausch vor. Zieh dich aus! Aber Herr, vor der Dame? Die Dame hat schon doch beim Schafenscheren zugesehen. Du sollst mit diesem Herrn die Kleider tauschen? Der Verlust liegt auf seiner Seite. Und trotzdem schaut noch ein Rückwärtiger heraus. Herr, ich bin ein armer Teufel. Beeil dich! Mach schneller, Mann. Mein Glückstag ist scheinbar noch nicht zu Ende. Und du, Herr Hitler, versuche alles, was heilt in dieser Welt zu handeln. Es gibt hier überall Schwingungen und Flammen vor. So wie das Stück nun einmal läuft, muss ich den Tag verschwinden. Ja, dann hilft nichts. Als nächstes. Die Polizei lässt mir nicht über das kontrollierte Ziel. Ganz sicher ordnet er Verfolgung an und nimmt mich mit an Bord. Auf diese Weise werde ich Sizilien wiedersehen. Sizilien, nachdem ich solches Altmeer habe. Werde ich. Begleitet euch schon. Ja. Was wäre das nur für ein Tausch gewesen? Auch ohne Trinkgeld. Und erst das Trinkgeld ohne den Tausch. So aber habe ich beides. Sogar der Prinz stiehlt sich selbst seinem Vater weg. Es samt seinem Platz an beiden. Wer es ehrenwert, den Königen nicht aufzustecken? Ja. Aber gut. Also lass ich's. Da kommen ja zwei von meinen Lieblingsopfern. Die Geschäfte laufen mir sozusagen nach. Ob an der Straßenecke, im Laden, in der Kirche, auf der Versteinerung oder bei der Händlichkeit. Vater, der einzige Ausweg ist, wir müssen dem König sagen, dass er ein Mittelkind ist und nicht aus seinen Lenden entsprossen. Ja, jetzt hör mir zu. Nein, jetzt hör du mir zu. Also, wenn Sie nicht.
in deinen Lenden entsprossen ist. So haben deine Lenden auch nicht den König beleidigt und er kann deine Lenden nicht bestrafen. Zeig die Sachen vor, die du bei dem Kind gefunden hast, und das Gesetz kann dir die Buckel runterrutschen. Ja, dann sage ich ihm. Ja, und jedes Wort, ja. Und was sein Sohn treibt, auch ja. Denn er hat sich nicht schön genommen, nein, als er mich zum Schwager vom König machen wollte. Das wäre das Mindeste gewesen, was dabei rausspringen hätte müssen. Und dann wäre dein Blut auf einmal ganz kostbar geworden, ganz edel. Mindestens 4 Pfund und Röcher. Das wäre jetzt zum König. Hey, ihr da! Wo wollt ihr hin? Zum Palast des Königs, ja. Und was wollt ihr dort? Und was schmeckt in diesem Korb? Euer Name, Alter, Wohnort, Vermögen, Schulabschluss? Vorschlafen? Antworten sind schnell und ohne Besinnen zu geben. Wir sind einfache Leute, Herr. Ihr seid nicht einfach, sondern zu klein. Wie die 10 der Karpfen, zum Beispiel der Ochsen, mit denen ihr auch sonst eine starke Affinität aufweist. Falsche Angaben, Herr Gerne, mit Zuchthaus nicht unter 100 Jahren. Der gnädige Herr vom Hofen, wenn es erlaubt ist. Erlaubt oder nicht? Ich bin vom Hofe. Und bilden euch nicht etwa höfische Düfte aus dieser edlen Umhüllung? Hat mein Dank, wenn ich etwa höfische Grazie? Bestrafe ich eure Nichtigkeit, denn ich etwa mit höfischer Beachtung? Ich bin ein Hofmann, von der Ferse bis zur Zehe. Und zwar ein solcher, der euer Anliegen fördert oder hindert. Also, Maul auf! Meine Sache gibt nur den König etwas an, euer Gnaden. Habt ihr Protektion? Nein, nein, wir sind ganz gesund. Das meint er nicht. Unsere Produktion ist Schafskäse, Herr. Wie schön, wenn man den König das hat. Ich will nicht zu stolz darauf sein, dass ich von Geburt an schlau bin. Ich kann nichts dafür. Er scheint ein großer Würdenträger zu sein. Ja, sein Kleidern schon hat und wie er riecht. Was fällt in diesem Kauf? Ganz geheime Dinge drin. Da darf nur der König seine Nase reinstecken und das soll er auch, wenn er die Gnade hat, uns zu empfangen. Gnade wird er wohl kaum haben, denn er ist nicht daheim. Er ging an Bord eines Schiffes, um sich die schwarze Galle auszulüften. Wenn du die Kapazität der ernsten Dinge hast, so vernimmt der König hat Kummer. Ja, ja, das hört man überall. Wie sein Sohn, der die Tochter von einem Schäfer hat. Das Gewitter, das sich über seinen verlausten Kopf zusammenbraut, wird diesen Schäfer zu Boden bauen und blitzartig zerschmettern. Aber nicht nur er soll die Errungenschaften der modernen Folterkunst zu schmecken kriegen, sondern alle, die mit ihm verwandt sind, bis ins 15. Glied, alle sind sie dem Henker verfallen. Manche sagen, er soll gesteinigt werden, aber für ihn finden sie bestimmt was Besseres. Den böhmischen Thron in die Schafscheiße zu stellen, sind alle Tode zu gering. Für ihn müssen neue erfunden werden. Hat der alte Mann einen Sohn? Allerdings ist ihm ein solcher in schlafloser Stunde gelungen. Dieser soll seine Hand gänzlich in kleinen Ästern mit Honig bestrichen und auf ein Wespennest gesetzt werden. Das selbst soll er verbleiben, bis er fliegen. 3 Hirten und eine Macht, die tot ist, nachgehen. Und eine andere brenzlige Infusion in die Empfindsamkeit zurückgerufen. Und Rom jetzt am heißesten Tag, den der Kalender prophezeit, gegen eine Ziegelmauer gestellt werden, wohin die Sonne mit südlichem Auge handelt und zusieht, wie er von ganzem Tod gestochen wird. Ach, was reden wir von diesen bestialischen Hochverrätern? Ihr Reden kann man nur verlachen. Ich meine, wer hat sie geheißen, Kapitalverbrecher zu werden? Da seid ihr beide doch ganz andere Leute. Ehrlich und fromm. Sag, was wollt ihr bei mir? Ich könnte euch erwarten. Die waren wir gut für den Schnitt. Komm, zeig mir den vollen Beutel. Oder Honig an der Ziegelmauer. Wenn euer Gnaden uns helfen wollen, sozusagen, Herr.
An dem allerdings muss ein Exempel statuiert werden. Entsetzlich! Wir müssen dem König sagen, dass der Italien meine Schwester ist. Sonst ist es aus für uns. Geht ihr nur mal voraus an die Küste und dann immer rechts. Ich komm gleich nach. Das ist ein wahrer Segen. So viel, was er sagt. Er ist ein guter Mensch. Das sieht man gleich. Ich würde ja so gern solid werden. Aber das Schicksal hat was dagegen. Fällt einem ein dicker Brocken in den Mund. Was kann man anderes tun, als ihn zu schlucken? Gold! Ich bring die beiden blinden Maulwürfe an Bord. Vielleicht stelle ich sie ihm sogar vor. Mal sehen, was draus wird. Schwör mir, Eortes, dass du ohne meinen Willen keinen bist. Ich schwör's bei mir. Jetzt quäl ihn doch nicht so! Bis du eine siehst, die ganz den Wind der teuren Toten bleibt. Ja. Lass! Ich bin zu Ende. Ich werde in Ruhe, wenn du mir redest. Das wird erst sein, wenn deine tote Liebe wieder ab. Ein junger Mann mit Namen Boris ist angekommen und bittet um Zutritt. Er sagt, er sei der Sohn des Königs Polyxenes. Was? Des Polyxenes? Was sagt er? Ein Mädchen ist bei ihm, ein geschenktes Fräulein. Angeblich seine Frau. Ja, wir sind zu mir. Es ist doch seltsam, dass sie heimlich kommen. Still, bitte dich. Du weißt, mein Sohn stirbt mir zum zweiten Mal. Floris! Gestiegen, mein Freund, Lüxelles, das Bild des Vaters. Ich bin noch einmal 21. Und vor mir steht mein Freund. Du
Verzeih mir das Unrecht, das ich dir angetan. Ich musste ein Orakel erst bemühen, ich erkannte. Na doch, was rede ich denn? Du wirst mich nicht verstehen. Willkommen, schönes Mädchen. Wie kann es sein? Ich verlor zwei Menschen. In euch erscheinen mir die beiden neu geschenkt. Ja, durch Starrsinn verlor ich alles. Liebe zu einer, die für immer von mir ging, und Freundschaft. Denn ein Freund war mir mein Vater. Ich sehne mich, ihn einmal nachzusehen. Auch wenn er mich verflucht. Nein, er liebt dich. Von ihm, von seinem Herzen, bringe ich dir Grüße, wie sie ein Bruder sein könnte. Grüße? Keine Freundschaft? Nein, er liebt dich mehr als alle Zepter, als alle, die sie tragen. Ist das wahr? Das Unrecht, das ich tat, liegt schwer. Darum ist mir deine Botschaft willkommen, wie der Frühling nach dem Sommer. Wer bist du? Das ist meine künftige Frau. Wie ist dein Name? Perdita. Sei Perdita, mir auch willkommen hier. Was könnte ich sein, hätte ich einen Sohn wie dich und eine Tochter so wie dich. Du wirst nicht glauben, Herr, was ich jetzt wende. Wo liegt sie denn, sie sagt doch. Was? Dass du seinen Sohn verhaftest, weil der Rang und Pflicht vergessen und seinen Vater flog mit einer Schäferin. Alexis ist hier? Zwei Schäfer hat er mitgebracht, die sich an Bord geschmuggelt haben. Der eine ist der Vater dieser jungen Dame, der andere ist ihr Bruder. Ein dritter Mann ist auch dabei, ein kleiner Gammel, der nicht zur Sache tut. Und auch der ehemalige Kirche Gerard. Camillo ist gekommen. Nein, Camillo ist hier! Ja, der! Er nahm die Schäfer in Verheer. Gezittert haben sie die Espedau und auf den Knien liegen haben sie gepflegt. Doch der König wollte nichts hören. Er will die Todesstrafe. Mein armer Vater, mein Bruder! Der Himmel will nicht unser Opfer, er will nicht unseren Bruder. Er will. Der Himmel liebt die Liebende. Sicher, das Glück ist auf der Seite meines Vaters. Aber unsere Liebe kann das nicht verändern. Ich will dich, Herr. Mein Vater hört auf dich. Was du auch wünschst, das gewährt er dir. Du willst versuchen. Schnell, bring sie in Sicherheit. Ich gehe zu seinem Vater, zu Glückseles, meinem Freund. Alles versuche ich, was ich kann. Oder nicht? Werde ich keine Bälle mehr in diesem Haus
hast ja auch mich gemacht. Und das war auch schon eine gute Tat. Grüß dich, Herr. Du hast mich neulich nicht mit mir prügeln wollen, weil ich dein Ehemann war. Jetzt bin ich einer. Das muss ich jetzt einem Rüdigeren überlassen. Zum Beispiel an deinen Vater. Der ist ja jetzt auch adelig. Ja, das bin ich wirklich. Aber ich war's vor dir. Der Sohn vom König hat mich bei der Hand genommen und hat mich seinen Bruder genannt. Und dann hat erst die beiden Könige zu dir, Bruder, gesagt. Ja, ja, genau so war das. Und dann haben der Prinz, mein Bruder, und die Prinzessin, meine Schwester, meinen Vater, Vater genannt. Und dann haben wir alle geweint. Könnten wir vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Das wollen wir dem Prinzen und meinem alten Herrn? Ja, das sollten wir tun. Wo wir doch jetzt Edelleute sind. Willst du denn jetzt ein besserer Mensch werden? Ja, wenn euer Gnaden erlauben. Ich will dem Prinzen schwören, dass du ein so ehrlicher Böhme bist, wie sonst kein anderer ganz Böhme. Auch wenn wir hier in Sizilien sind. Das kannst du sagen, aber doch nicht schwören. Wieso nicht schwören? Jetzt, wo ich ein Edelmann bin, Bürger und Bauern sollen schwören. Reden, aber ich will schwören. Aber wenn es doch falsch ist, mein Edelmann. Ach, wenn es doch noch so falsch ist. Und so ist man denn ein Edelmann. Schwören und befehlen, das ist doch heute meine Art. Und wem willst du befehlen? Ich höre mal her. Natürlich meinen Untertanen. Und jetzt befehle ich dir, Kerl, sei künftig ein besseres Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Ja, um auch unter die Schädel zu kommen. Und betrink dich nicht mehr so viel, hörst du? Und nun lass uns zum Hause der Paulina streiten, um der Erhöhung der Königin beizuwohnen. Ah, ihre Statue versteht sich. Ich habe dich wohl. Ja, von mir auch. Und ich werde mich bei nächster Gelegenheit nach Böhmen einschütten lassen. Dort laufen mir jetzt so viele herrenlose Schafe herum, wo die beiden Oberhammel ja jetzt sizilianische Edelleute sind. Sei mehr Stein als er. Stößt, nein.
die die allerlei Sünden neu gestürbt und unsere Tochter hier zu Stein verwandelt. Anblick deiner Schönheit. Nimm es nicht aber, Frau Pfarrer, wenn ich den Segen fehle. Mutter, lass mir die Hand des Güsse. Geduld! Das Standbild ist noch neu. Noch sind die Farben nicht getroffen. Herr, dein Schwert versteinert mir das Bild, da in 16 Winter nicht erfroren, in 16 Sommer nicht verdorrt wird. Mein lieber Bruder, ich war der Anlass für den Schmerz. Erlaub mir so viel von dem zu übernehmen, wie du mir vergönnst zu tragen. Hätte ich geahnt, dass dich der Anblick der Statue so verstört. Nein, 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 lass sie nicht sehen. Nicht länger, nein. Sonst glaubst du noch, dass sich der Stein bewegt. Dann lass das. Da kommt es mir schon was zuvor. Aber ist die Kunst zu täuschen. Ah, sie scheint zu atmen. Nein, lass! Sag, lass! Es hat die Handbewegung. Es ist nicht stark. Lass uns die Kunst so täuschen. Ich lasse es. Nein, lass! Ich will es glauben. Ich will es so gern glauben. Es ist nicht stark. Ich darf es nicht weiter treiben, Herr. Verzeih mir, es hat dich zu sehr verstört. Ich will es sehen. Hundert Jahre, verdeck es nicht, ich bitte dich. Solange ich auf hier schauen stehen. Verlass jetzt diesen Raum. Oder sei mir fast auch Wunder, die noch nicht wussten. Kannst du es ertragen, Herr, dann mach ich. Doch glaub nicht, ich sei bunt mit dunklen Mächten. Lass es uns sehen. Es steht allen jetzt leid. Wer meint, dass Unrecht ist, was ich hier betreibe, der soll gehen. Fang an, wir alle sind gefasst. Es ist Zeit. Sei nicht mehr stark. Komm, steig zu uns. Komm, dein Grab verschließt dich. Die Starre lässt den Tod, das Leben. Seht, wie sie sich bewegt? Erschrick nicht, was du siehst, ist Wirklichkeit. Magie war nicht im Spiel. Dreh dich nicht weg, sonst tötest du sie wieder, sonst stirbt sie wieder bis sie zum Zweifel. Nimm sie an. Diese Hand ist wahr. Sie legt den Arm um ihn. Sie hängt auf seinem Hals. Wenn sie lebendig ist, kann sie auch sprechen. Ja, und uns sagen, wo sie lebte und wie sie dem Tod entkam. Geduldet euch, du schönes Mädchen, du musst mir jetzt helfen. Bitte die Mutter um den Segen. Hermione, sie, Hermita ist gefunden. Ihr Ewigen, erfährt mich Glückliche, die Gnade aus, ob das Leben meiner Tochter. Sag mir, Kind, wie wurdest du gerettet? Wo hast du gelebt und wie hast du deinen Vater gefunden? Ich wusste von Paulina von Monaco, darum habe ich mich erhalten, um dich zu sehen. Dafür ist die nächste Zeit. Sonst wird hier jeder reden und das Reden stört. Ihr seligen Gewinner, geht miteinander hin. Teilt eure Freude mit der Welt. Ich, alter Turkel, such mir einen dürren Ast. Da will ich klagen, mein für alle Zeit verlorener Mann, bis es mich nicht mehr gibt. Paulina, nein! Für dich gilt, was für mich auch gilt. Du fandst die meine. Die muss ich noch erfahren, denn ich selbst saß hier am Tod und weinte oft an ihrem Grab. Nun will ich deinen finden. Du kennst ihn wohl. Ich kenne seinen Wunsch, der ihn zuletzt in Heimwärts zwang. Camillo, nimm ihre Hand. Zwei Könige bezeugen, dass du ein Mann von ihrer Treue bist. Kommt zum Palast. Kommt zum Palast.